Anastasia, Band 5. Wer sind wir? Kapitel 1. Zwei Zivilisationen. Wir alle haben es eilig. Wir alle streben nach etwas. Jeder von uns will ein glückliches Leben führen, seine große Liebe finden und eine Familie gründen. Doch wie vielen gelingt es, diese Wünsche zu verwirklichen? Wovon hängen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, Erfolg oder Misserfolg ab? Worin liegt der Sinn im Leben des Einzelnen und der gesamten Menschheit? Was erwartet uns in der Zukunft? Diese Fragen beschäftigen uns Menschen schon seit langem, doch niemand vermochte bislang klare Antworten darauf zu geben. Wäre es nicht auch interessant zu erfahren, in was für einem Land wir in 5 oder 10 Jahren und in was für einer Welt unsere Kinder einmal leben werden. Leider aber wissen wir das nicht. Ja, wir sind wohl nicht einmal in der Lage, uns unsere eigene Zukunft vorzustellen, denn wir haben es ja so eilig. Doch wohin wollen wir eigentlich? Es ist erstaunlich, aber wahr. Die erste klare Vorstellung von der Zukunft unseres Landes verdanke ich nicht irgendwelchen wissenschaftlichen Analytikern oder Politikern, sondern der Taiga-Einsiedlerin Anastasia. Und sie hat mir nicht einfach irgendeine schöne Zukunftsvision verheißen. Nein, sie hat mir mit handfesten Argumenten bewiesen, dass das Glück unseres Landes zum Greifen nahe ist, schon für unsere jetzige Generation. Sie hat mir ihren Entwurf zur Entwicklung unseres Landes vorgestellt. Während ich durch die Taiga wanderte, von Anastasias Lichtung zum Fluss, erwachte in mir irgendwie die tiefe Überzeugung, dass ihr Projekt vieles in der Welt verändern kann. Bedenkt man, dass sich alles, was sie sich in Gedanken vorstellt, ohne Fehl im realen Leben verwirklicht, so leben wir eigentlich in einem Land, dessen Zukunft nur blühend sein kann. Ich ging also durch die Taiga und dachte über die Worte der Taiga-Einsiedlerin nach, die unserem Lande eine so wunderbare Zukunft verheißen hatte, eine Zukunft, die vielleicht schon unsere Generation erleben darf. In einem Land, in dem es keine regionalen Konflikte, kein Banditentum und keine Krankheiten gibt, wird es auch keine armen Menschen geben. Und obwohl ich nicht alle Gedanken Anastasias verstanden hatte, wollte ich ihre Worte diesmal nicht anzweifeln. Im Gegenteil, mir war daran gelegen, ihre Richtigkeit aller Welt zu beweisen. Ich fasste also den Entschluss, alles zu tun, was in meiner Macht stand, um Anastasias Projekt zu verwirklichen. Rein äußerlich sah das Ganze recht simpel aus. Jede Familie sollte auf Lebenszeit 1 Hektar Land zur Verfügung gestellt bekommen und sich darauf ihren eigenen Landsitz einrichten, um sich so ein kleines Stück Heimat zu schaffen. Doch so einfach der Plan auch erschien, so erstaunlich, ja geradezu unglaublich, waren bestimmte Elemente seiner Umsetzung, die demzufolge meine Aufmerksamkeit stark fesselten. Man stelle sich einmal vor, es waren keine Agrarwissenschaftler, sondern eine Taiga-Einsiedlerin, die bewies, dass man allein durch naturgerechtes Anpflanzen nach ein paar Jahren keinen Dünger mehr braucht und sogar die Qualität von ertragarmen Boden verbessern kann. Als vornehmlichstes Beispiel nannte Anastasia die Taiga. Seit Jahrtausenden wächst und gedeiht dort eine große Vielfalt von Pflanzen, ohne dass je einer den Boden der Taiga gedüngt hat. Anastasia sagt, alles, was auf der Erde wächst, seien Manifestationen von Gottes Gedanken, und Gott habe die Welt so eingerichtet, dass sich die Menschen nicht mit dem Problem der Nahrungsbeschaffung herumschlagen müssten. Man brauche sich lediglich zu bemühen, die Gedanken des Schöpfers zu verstehen und gemeinsam mit ihm Schönes zu erschaffen. Auch ich kann dazu ein anschauliches Beispiel
aus eigener Erfahrung anführen. Auf der Insel Zypern, wo ich einige Zeit verbringen durfte, ist der Boden zum großen Teil felsig und verkarstet. Das war aber nicht immer so. Vor vielen Jahrhunderten gab es auf der Insel herrliche Zedernwälder, Obstbäume gediehen und die zahlreichen Flüsse führten klares Süßwasser. Kurzum, das Eiland war eine Art Paradies auf Erden. Dann wurde es von römischen Legionen erobert. Sie begannen, die Zedern abzuholzen und aus dem Holz Schiffe zu bauen. Am Ende waren praktisch keine Zedern mehr übrig. Heute gibt es auf dem größten Teil Zyperns nur sehr spärliche Vegetationen. Das Gras verdorrt nach dem Frühling und Sommerregen ist eine Seltenheit. Es herrscht ein großer Mangel an Süßwasser. Fruchtbarer Humus muss mit Lastkähnen nach Zypern eingeführt werden. Daraus kann man ersehen, dass der Mensch die Schöpfung nicht verbessert hat. Vielmehr hat er durch seine barbarische Einmischung in den Lauf der Natur ein Chaos herbeigeführt. Während Anastasia mit mir über ihr Projekt sprach, erwähnte sie wiederholt den Ahnenbaum, der auf jedem Grundstück gepflanzt werden sollte. Sie meinte, Verstorbene sollten nicht auf einem Friedhof, sondern auf dem Stück Land beerdigt werden, das sie selbst bearbeitet haben. Grabsteine seien nicht notwendig, denn das Andenken an die Verstorbenen sollte durch etwas Lebendiges, nicht durch etwas Totes bewahrt werden. Die Verwandten sollten durch lebendige menschliche Werke an ihre Ahnen erinnert werden. Dann könnte sich die dahingeschiedene Seele von neuem im paradiesischen Garten namens Erde verkörpern. Denjenigen aber, die auf Friedhöfen begraben liegen, sei der Weg zum irdischen Paradies verwehrt. Die dahingeschiedenen Seelen könnten sich nicht erneut verkörpern, solange ihre Verwandten und Freunde an ihren Tod dächten, und ein Grabstein sei nun einmal ein Denkmal des Todes. Das heute übliche Begräbnisritual entstamme den dunklen Kräften und ziele darauf ab, die menschliche Seele gefangen zu halten. Das sei aber nicht im Sinne unseres Vaters, der seinen geliebten Kindern weder Leid noch Trauer zugedacht habe. All seine Kreaturen seien ewig in sich selbst vollkommen und fähig, sich zu vermehren. Alle Lebewesen dieser Erde, vom einfachen Grashalm bis zu Menschen, stellen ihrer Ansicht nach ein harmonisches, ewiges Ganzes dar. Was sie sagte, leuchtete mir ein, denn schließlich erkennen ja selbst Wissenschaftler heutzutage an, dass der menschliche Gedanke eine Kraft ist, deren Wirkung sich direkt in der materiellen Realität niederschlagen kann. Folglich wäre es durchaus denkbar, dass die Verwandten eines Verstorbenen ihn dadurch, dass sie ihn für tot erklären und an ihn als Toten denken, im Zustand des Todes gefangen halten und seine Seele quälen. Anastasia sagt, der Mensch, vielmehr die menschliche Seele, sei dazu geschaffen, ewig zu leben. Sie könne sich immer wieder verkörpern, sei dabei jedoch bestimmten Bedingungen unterworfen. Diese Bedingungen seien auf einem Familienlandsitz im Sinne ihres Projekts am besten erfüllt. Hat sie nun recht damit? Ich meines Teils habe ihr einfach geglaubt. Ihre Aussagen über Leben und Tod zu beweisen oder zu widerlegen, wäre wohl eher eine Aufgabe für sachverständige Esoteriker. Einmal sagte ich zu Anastasia, du wirst eine Menge Gegner haben. Sie winkte nur ab und lachte. Alles ist so einfach, Wladimir. Das Denken des Menschen ist in der Lage, Materie zu beeinflussen. Der Mensch kann mit seinem Geist Dinge verändern und Ereignisse vorherbestimmen, sich seine eigene Zukunft schaffen. Deshalb werden Vertreter des Materialismus, die versuchen, die Endlichkeit des menschlichen Wesens zu beweisen, sich selbst vernichten, denn durch ihre Gedanken werden sie sich
nur ihr eigenes Ende bereiten. Diejenigen hingegen, die ihre höhere Bestimmung und das Wesen der Ewigkeit verstehen, werden glücklich sein und immer wieder geboren werden. Kraft ihrer eigenen Gedanken werden sie sich ihr ewiges Glück erschaffen. Ein weiterer Pluspunkt für Anastasias Projekt fiel mir auf, als ich über dessen wirtschaftlichen Nutzen nachdachte. Ich kam zu dem Schluss, dass sich durch die Gründung eines Familienlandsitzes jeder seinen eigenen Lebensunterhalt sowie den für seine Kinder und Enkelkinder sichern könnte und das nicht nur in Bezug auf hochwertige Lebensmittel und eine gesicherte Unterkunft. Nach Anastasias Vorstellung sollte das Grundstück von lebenden Bäumen eingezäunt sein und ein Viertel des Hektars sollte aus Wald bestehen. Auf einem Viertelhektar Wald stehen etwa 300 Bäume. Davon könnte man in 80 bis 100 Jahren etwa 400 Kubikmeter Bauholz gewinnen. Gut getrocknetes und zugeschnittenes Bauholz kostet heutzutage mindestens $100 pro Kubikmeter. Das ergäbe eine stattliche Summe von $40.000. Natürlich sollte man nicht den ganzen Wald auf einmal abholzen, sondern nur die ausgewachsenen Bäume, die dann zugleich durch Neupflanzungen ersetzt werden. Den Gesamtwert eines solchen Familienlandsitzes kann man durchaus auf $1.000.000 veranschlagen. Und jede Familie mittleren Einkommens könnte sich ein solches Anwesen aufbauen. Das Haus kann zu Beginn ruhig eine eher bescheidene Unterkunft sein. Der wahre Wert liegt in der natürlichen Schönheit und der richtigen Bebauung des Landes. Wohlhabende Leute geben heutzutage Unsummen für Landschaftsgestaltung aus. Allein in Moskau gibt es rund 40 Unternehmen in diesem Gewerbe und ihnen mangelt es nicht an Aufträgen. Die Gestaltung von nur einem Ar kostet $1.500 und mehr. Das Pflanzen eines 6 Meter hohen Nadelbaums weitere $500. Reiche Leute sind aber bereit, für schönes Wohnen beträchtliche Summen hinzublättern. Ihren Eltern ist es nun einmal nicht in den Sinn gekommen, für ihre Kinder einen Familienlandsitz zu errichten. Dabei muss man dazu nicht einmal reich sein. Man braucht lediglich in seinem Kopf richtige Prioritäten zu setzen. Wie wollen wir unsere Kinder erziehen, wenn wir nicht einmal solch einfache Dinge verstehen? Anastasia hat ganz recht, wenn sie sagt, dass wir mit der Erziehung bei uns selbst beginnen müssen. Auch ich habe den starken Wunsch, ein eigenes Grundstück zu besitzen, mir einen Hektar Land zu nehmen, ein Haus zu bauen und vor allem ringsherum Gärten anzulegen. Es ist mein Traum, mir so eine kleine Heimat zu schaffen, wie Anastasia es beschrieben hat, umgeben von ähnlichen Nachbargrundstücken. Anastasia könnte ebenfalls dort wohnen, mit unserem Sohn, zumindest besuchen könnten sie mich. Und dann können die Enkel und Urenkel kommen. Nun ja, und falls die Urenkel in der Stadt arbeiten wollen, dann können sie sich immerhin auf ihrem Familienlandsitz erholen. Und einmal im Jahr, am 23. Juli, dem Tag unserer Mutter Erde, wird sich auf meinem Grundstück vielleicht die gesamte Verwandtschaft versammeln. Ich selber werde dann wohl nicht mehr unter ihnen weilen, aber das von mir angelegte Grundstück mit seinen Bäumen und dem Garten wird noch da sein. Ich werde einen Teich graben und dort eine Fischbrut aussetzen. Ich werde Bäume pflanzen, so wie Anastasia es mich gelehrt hat. Einiges wird meinen Nachkommen gefallen, anderes werden sie ändern wollen. Auf jeden Fall werden sie sich an mich erinnern. Ich selbst aber will auf diesem Grundstück begraben werden und werde mir ausdrücklich erbitten, dass es kein Grabmal geben soll. Niemand soll an meiner Ruhestätte falsche Tränen weinen. Wozu solche Heuchelei? Wozu überhaupt all diese Trauer? Ein Grabstein oder eine Grabplatte ist völlig überflüssig. Es reicht doch, wenn aus meinen zur Erde gewordenen Gebeinen frisches Gras und Büsche wachsen oder vielleicht Sträucher mit Beeren, von denen meine Nachkommen etwas haben.
Nicht in Trauer, sondern mit Freude sollen sie an mich denken. Ja, für sie will ich alles planen, für sie alles gestalten. Eine Art freudige Vorahnung packte mich. Ich war ganz aufgeregt und wollte mich am liebsten gleich ans Werk machen. So schnell wie möglich wollte ich in die Stadt, doch ich war mitten in der Taiga und bis zum Fluss waren es noch 10 Kilometer Fußmarsch. Dieser Wald, er wollte einfach kein Ende nehmen. In meinem Gedächtnis tauchten plötzlich Daten über die Wälder Russlands auf, die ich einmal in einer statistischen Abhandlung gelesen hatte. Die Vegetation Russlands besteht zum größten Teil aus Wald. Rund 45% des Landes sind mit Wald bedeckt. Russland verfügt über die weltweit größten Waldbestände. Im Jahr 1993 wurden 886,5 Millionen Hektar Wald mit 80,7 Milliarden Kubikmetern Nutzholz gezählt, was 21,7% bzw. 25,9% des weltweiten Bestands darstellt. Die Tatsache, dass der zweite Wert den ersten übersteigt, spricht für eine höhere Qualität und Produktivität der Wälder in Russland als sonst wo auf der Welt. Der Wald spielt eine entscheidende Rolle beim Stoffwechsel des irdischen Lebens. Nach einer Berechnung des Wissenschaftlers B.N. Moseyev bindet der russische Wald jährlich rund 1,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, erzeugt 1,3 Milliarden Tonnen Sauerstoff und speichert dabei 600 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Somit leistet er einen bedeutenden Beitrag zur Erhaltung des Gleichgewichts der irdischen Atmosphäre und der Balance des Klimas. Oft hört man, Russland werde in der Zukunft eine besondere Rolle für das Leben auf der Erde spielen. Dabei ist genau das schon jetzt der Fall. Man stelle sich einmal vor, die Menschen aller Welt atmen russischen Sauerstoff, den Sauerstoff, den dieser Wald hervorbringt, und ich wandere einfach durch ihn hindurch. Aber überlegen wir mal, ob Sauerstoff das Einzige ist, was der russische Wald den Menschen bietet. Während ich so in meine Gedanken vertieft allein durch die Taiga zog, hatte ich gar keine Angst vor der Wildnis. Es war fast so, als machte ich einen Spaziergang durch einen Park. Natürlich gibt es in der Taiga keine Parkwege und mein Pfad war immer wieder durch Bruchholz und Dickicht versperrt. Diese Hindernisse ärgerten mich aber nicht mehr. Unterwegs pflückte ich hier und da ein paar Himbeeren und Johannisbeeren von den Sträuchern. Mit Interesse beobachtete ich auch die umliegenden Bäume und zum ersten Mal fiel mir die große Vielfalt der sibirischen Flora auf. Auch wenn es von jeder Pflanze zahlreiche Artgenossen gab, war doch jedes Exemplar einzigartig. Auf einmal hatte ich den Eindruck, die Taiga meint es gut mit mir. Dabei spielte wohl auch mein Gefühl eine Rolle, dass auf einer kleinen Lichtung mitten in dieser Wildnis mein kleiner Sohn geboren worden war. Und dass auch Anastasia dort lebte, die Frau, die mein Leben so nachhaltig verändert hatte. In dieser unendlichen Taiga lag Anastasias Lichtung, die sie nie für längere Zeit verlassen wollte. Nicht einmal gegen die komfortabelste Wohnung hätte sie ihre Lichtung eingetauscht. Dabei war es doch nicht mehr als ein leerer Flecken im Dickicht, wo es kein Haus und nicht einmal einen primitiven Unterschlupf gab. Ganz zu schweigen von all den Gebrauchsgegenständen des Alltags, und doch freute sie sich jedes Mal, wenn sie dorthin kam. Irgendwie hatte auch ich bei diesem meinen nunmehr dritten Besuch ein ähnliches Gefühl gehabt, als sei ich von einer beschwerlichen Reise nach Hause gekommen. Unsere Welt ist schon ein seltsamer Ort. Seit Jahrtausenden kämpft die Menschheit nun schon, um jeden Erdenbürger Glück und Wohlstand zu gewährleisten. Doch immer öfter zeigt es sich, dass der moderne Großstädter vielen Gefahren praktisch schutzlos ausgesetzt ist.
Der eine hat einen Unfall, ein anderer wird ausgeraubt, ein dritter wird krank. Ohne Apotheke kann man heutzutage kaum mehr am Leben bleiben. Und wieder ein anderer ist so frustriert, dass er Selbstmord begeht. Gerade in den sogenannten zivilisierten Ländern mit hohem Lebensstandard wächst die Selbstmordrate beständig an. Und immer wieder sieht man im Fernsehen Mütter, die davon berichten, dass sie für ihre Kinder und für sich selbst nichts zu essen haben. Anastasia hingegen lebt in der Taiga mit unserem kleinen Sohn, wie in einer anderen Zivilisation. Sie braucht inmitten der Wildnis keinerlei Polizei oder Armee zu ihrem Schutz. Anscheinend mangelt es weder ihr noch dem Kinde auf der Lichtung an irgendetwas. Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen ihrer und unserer Zivilisation, und sie versucht, die besten Elemente beider zu vereinen. Auf diese Weise wird eine neue, eine glückliche Gemeinschaft von Menschen geboren werden. Danke fürs Dabeisein. Das war Kapitel 1.